Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind heute als Yui unterwegs. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich gerade ärgere. Ich könnte mir so in den Hintern beißen. Ich habe gerade eine Runde aufgenommen mit Yui. Und es war so spannend. Und so cool. Und so... Ah, und ich bin rausgekommen und das war alles toll. Und dann ist mir hinterher aufgefallen, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Oh Gott, ey, das ist so ärgerlich. Aber wir haben zumindest jetzt in dieser Runde schon den Killer gesehen. Und zwar die Legion. Ich hoffe, dass das hier ebenfalls gut für mich ausgeht. Aber das ist so ärgerlich, wirklich. Ich bin, wie gesagt, mit Yui unterwegs und meine Talente sind städtische Umgehung, Selbstfürsorge, dunkle Wahrnehmung, das kennt ihr alles schon, und Wildpferd. Das kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Das Perk habe ich auch an sich nie dabei. Das bewirkt, dass der Killer, wenn er mich trägt, mehr schwankt. Das heißt, es kann sein, dass der Killer den Haken eventuell verfehlt. Und das Talent bewirkt auch, dass der Killer die Haken im Umkreis von 12 Metern nicht angezeigt bekommt. Ich bin natürlich wieder die Erste in der Jagd. Sie hat direkt die Raserei abgebrochen und wird mir jetzt folgen. Hier geht's irgendwo rein. Hilfe! Sorry, Bill. Sorry, Dwight. Ich habe hier einen Killer am Haken. Ich habe keine... Schade. Ich habe keine... Kein Balanced Landing, wollte ich sagen. Sonst hätte ich jetzt noch einen kleinen Boost gehabt. Schade. Ich dachte, das bringt sogar was. Sie hat wirklich sehr stark geschwankt und sie hat irgendwie einen Haken gesucht. Bill, komm doch. Nein, Bill. Die ist doch noch nicht weit weg, Mensch. Ja, super. Das war ja richtig cool, Bill, dass du mich jetzt hier direkt abgefarmt hast. Mensch. Ich bin doch versucht, diese Folge jetzt wieder nicht zu nehmen. Und dabei lief die Runde davor doch gerade so gut. Und oh mein Gott, es ist das alles noch viel, 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 viel ärgerlicher. Ich glaube, der Killer hat gemerkt, oh, das sind schon zwei Generatoren an. Ich fange lieber an zu tunneln, weil je mehr Leute aus dem Spiel raus sind, desto weniger Stress habe ich. Ach Gott. Wie ärgerlich, ey. Okay, ich glaube, der Dwight versucht dann jetzt auch mal langsam hierher zu kommen. Aber ich befürchte, der hat einen Sprintboost und will den jetzt nicht wasten. Aber wenn er so weiterläuft... Ja, er hat einen Sprintboost, sage ich ja. Dann wird er das nicht schaffen. Ja, wir schaffen das. Das heißt, das Heilen geht jetzt relativ schnell. So. Ich bin tot am Haken, Leute. Strengt euch an.
Ich möchte rauskommen. Ich brauche ein positives Erlebnis. Axt. Ja, Dwight, genau. Jetzt bin ich hier auf dem Präsentierteller. Ich bin doch tot. Am Ende hat sie jetzt auch noch... Oh, das könnte sie jetzt gesehen haben. Und eventuell hat sie auch eiserne Jungfrau dabei. Dann war das jetzt mein Todesurteil, dass ich hier in den Schrank gegangen bin. Auf jeden Fall noch hier. Und wird abgefarmt. Ich bin gerade sehr froh drüber, denn... Was die beschäftigt. Könnt euch doch jetzt nicht hier jagen. Muss doch hier arbeiten. Ja, okay. Das war's. Jetzt wird sie ihre Raserei... Nee, okay. Ich dachte, sie beendet jetzt ihre Raserei und kommt mir weiter hinterher. Es ist nicht so, wie ich dachte. Es läuft nicht so, wie ich gehofft habe. Ich sollte dich vielleicht erstmal genesen. Mensch. Ja, Bill. Mac, was, wo kommst du jetzt eigentlich her? Hast du schon irgendwas gemacht, diese Runde? Oder bist du die, die Generatoren macht? Dann habe ich natürlich nichts gesagt, aber ich habe dich... Groß in Aktion erlebt. Okay, der Generator läuft schon. Ich könnte rein theoretisch retten. Aber rein theoretisch könnte das dann auch mein Urteil sein. Okay. Dein Ernst? Wow. Okay. Lass ich ihn halt selbst heilen. Also solche Leute, ne? Die braucht man. So, ich suche einen Generator. Ich glaube, der Bill ist schon wieder... verletzt. Zwei Generatoren noch. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Beziehungsweise, ob ich das noch schaffe. Die Mac hing noch gar nicht. Bill einmal und Dwight einmal. Mac, nein! Auch weggegangen. Oh, das ist aber jetzt wieder der Dwight, glaube ich, der da unten gejagt wird. Dwight war wohl nur in der Nähe. Es wäre super, wenn einer auf dem Steg den Generator fertig macht. Und ich den jetzt hier fertig mache. Hier einfach alle rausgehen. Einfach so. Ganz gemütlich. Dann wäre ich auch wieder ein bisschen...
optimistischer und glücklicher und habe dann bestimmt auch vergessen, dass ich gerade eine mega geile Runde hatte und auf Aufnahme gedrückt habe. Wiederhol mich. Das war so böse für den Killer. Und das war so... Das ist mein Todesurteil, aber ich fand das gerade... Oh, das war so böse. Sorry. Ah nein, jetzt hat sie bestimmt blöd. Oh Gott, wie böse, ey. Oh, wie böse. Kann jemand für mich... Kann jemand tanken? Nein! Kann hier jemand aufmachen, dass ich rauskriechen kann? Verdammte Axt! Oh. Nein! Oh nein! Ich hätte vielleicht auch noch einfach warten sollen. Aber sie hatte tatsächlich Nöt. Also selbst wenn jemand getankt hätte, das hätte mir nichts gebracht. Oh Gott. Ah! Okay, wir sehen, die Mac, die ist rausgegangen und hat dadurch 5000 Punkte bekommen. Ich bin gestorben und hatte schon 16.000. Also die Mac hat wirklich nicht viel gemacht. Ich will jetzt hier niemanden blamen, aber die Mac hat nicht viel gemacht. So. Ach, schade. Gott, das war jetzt echt auch trotzdem nochmal sehr aufregend und schade, dass ich nicht mehr rausgekommen bin. Es war knapp. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge Dead by Daylight. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns. Macht's gut!